Herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer. Ich befinde mich gerade hier unter dem Gebäude, im Keller des Gebäudes, in dem eigentlich in einer dieser Zellen Joseph Preboy hätte sein sollen. Es hat sich aber herausgestellt, Joseph Preboy befindet sich in diesem Stützpunkt schon seit geräumer Zeit nicht mehr. Er wurde anscheinend rausgeflogen, bevor wir überhaupt diesen Ort hier quasi als Hinweis hinzugesteckt bekommen haben, dass er hier sein könnte. Er wurde rausgeflogen, bedeutet für uns, unsere Missionsziele haben sich geändert. Und ich gucke gerade mal hier auf meinen geilen Radar-Tablet-Dings-Teil hier, ne, von Simotech oder wie das da unten heißt. Einsatzziele, Leute. Finden Sie mit Hilfe der Flugpläne im Kontrollturm Joseph Preboys neuen Aufenthaltsort raus. Das ist unsere Aufgabe. Ihr seht schon, wir sind gerade hier unten im Keller und müssen jetzt einen sehr weiten Weg bis nach hier hinten zurücklegen. In diesen ganz großen Turm, den wir schon einmal gesehen haben. Wird schwer, aber ich denke, es wird nicht unmöglich sein. Es sieht hier relativ klein aus. Ja, hier hinten latscht einer rum, da latscht einer rum. Die können wir alle relativ schnell mit der Sniper wegsnacken. Deswegen werde ich mir die Munition auch gut aufheben. Die zwei Kameras ausschalten, die zwei Fritzen hier erledigen. Eigentlich eine Sache, die man relativ schnell erledigen kann. Mit all den Waffen, die wir jetzt gerade gefunden haben. Ja, auf engen Raum werden wir jetzt immer schön diese geile Schrotflinte hier benutzen. Die ist auch noch unbenutzt. Es bleibt nur eine Frage, wie kommen wir hier am schnellsten und am ungesehensten raus, ohne dass uns jemand entdeckt. Hier dürfte eigentlich gar nichts los sein, hier dürfte eigentlich alles noch ruhig sein, ja, alles in Ordnung. Keiner weiß, dass wir hier sind. Ich werde einfach mal den Weg zurücknehmen, den wir hierher genommen haben. Ja, ich habe jetzt keine Lust, hier Risiken einzugehen und jetzt hier irgendwie nochmal... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt da hier quer durchgehen und noch irgendwie Leben aufs Spiel setzen. Machen wir nicht. Ich sammle hier nochmal ein bisschen Akamoni ein. Und ich werde einfach schön da zurückgehen, wo wir hergekommen sind, sodass wir keine Probleme haben, dass uns hier noch irgendwie über den Weg läuft. Und dann werden wir uns da hinten mal auf den Weg in diesen Kontrollturm reinmachen. Und ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Das ist ein ganz, ganz schön hohes Gebäude. Was sagt da wieder Jones? AVAX meldet mehrere feindliche Hubschrauber südlich von ihnen. Nur 10 Kilometer von ihrer jetzigen Position entfernt. Ausfliegen per Hubschrauber ist zu riskant. Anja an Hubschrauber. Anja an Hubschrauber. Abbrechen. Okay. Das bedeutet, unser Weg aus dem Ganzen hier raus, hat sich damit auch erledigt. Sehe ich das richtig? Wir holen jetzt dieses Flugbuch da oben im Kontrollturm, haben dann aber keine Chance mehr hier rauszukommen. Herrlich. Also, das wird immer hier. Alles dreht sich, alles passiert hier unerwartet. Hier treffen immer Sachen ein, die alles komplett verändern. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja? Das ist eigentlich relativ abwechslungsreich. Hier dürfte eigentlich keiner sein. Hier ist auch keiner. Noch ein bisschen Blut. Ich werde jetzt erstmal hier so ein paar Wachen wegsnacken. Ja? Wie machen wir das am besten? Wo gehe ich erstmal lang? Das ist die große Frage. Da könnte ich auch hingehen. Guck mal, da guckt eine Nase von einem Flugzeug raus anscheinend. Ich werde mal hier lang gehen, ja? Ich gehe mal hier aufs offene Territorium. Hallo? Da ist die Maus wieder hier. Was ist denn los? Alter Schwede, ich raste nochmal aus hier mit der Kackmaus. Geht da wer rum? Nee, anscheinend geht da keiner rum. Ich gucke aber trotzdem nochmal hier. Ich gucke trotzdem nochmal hier, ob hier vielleicht irgendwer rumlatscht, ja. Aber wir werden das schon so machen. Da hinter der Ecke müsste jetzt wer auftauchen. Und zack ist er weg. Ich glaube, mit dem Rest dürften wir eigentlich keine großartigen Probleme haben, die auch alle zu entfernen, ja. Wir haben hier unsere Dragunov, Alter. Besser geht's eigentlich nicht. Also da kann mir wer was erzählen, was er will, aber wenn wir das mit der Dragunov jetzt nicht hinkriegen, ist das schon ein Witz. Der ist auch weg. Oh, shit!
Moment. Scheiße. Scheiße, scheiße. Alter, der hat eiskalt hier so eine Schrotflinte. Da haben wir sogar zwei erledigt, oder was? Nee, Freundchen, die Kamera hat uns gesehen, ne? Kommt da auch noch wer, wenn da jetzt auch noch wer kommt, ne? Aber ihr hört das, ne? Das hat man ganz, ganz leise gehört. Aber ganz, ganz leise nur. Die Alarm, hört ihr den Alarm? Hört ihr den Alarm? Der ist nämlich angesprungen, als die Kamera die Leiche entdeckt hat. Okay, war ein bisschen riskant und so, aber komm, ja. Den erledigen wir auch noch. Also ja, da kann das, da kann der Alarm ruhig angehen, ja. So viel Muni, wie ich hier noch hab, dürfte das dennoch kein Problem sein. Ich guck trotzdem mal raus. Da hinten steht anscheinend noch einer. Nee, jetzt hören wir erst den Alarm. Lol, das, was ich die ganze Zeit gehört habe, das war was ganz anderes. Das hat gar nicht existiert anscheinend. Jetzt hört man den Alarm erst. Ihr hört das, ne? Und das wird auch die ganze Zeit so läuten hier. Aber ich sehe hier keinen, der uns irgendwie auf den Sack gehen könnte. Von daher... Hier war doch vor kurzem noch einer, oder? Guck mal, da sind noch zwei, aber die wissen auch nicht, was hier abgeht. Hier ist gar nichts. Zusätzliche Wachen untergebracht, die haben wir schon alle erledigt. Ich denke, wir gehen hier ganz gemütlich rein. Ich werde trotzdem die AK zücken, ja, falls hier nochmal was eskaliert, falls hier doch nochmal wer vorbeischaut. Oh, hier nochmal mehr Muni für die Spaß. Ein paar Uzis auch noch dabei. Und da haben wir auch nochmal einen kleinen Medipack. Ist das nicht wunderbar? 33% können wir uns noch einspritzen. Damit haben wir wieder volles Leben eigentlich. Oder mal gucken. Ja, bleiben sogar noch 3% Leben übrig. Was wir uns später nochmal irgendwann gegebenenfalls reinspritzen können. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Das müsste hier eigentlich jetzt relativ leicht vonstatten gehen. Öffnen wir mal kurz das Tor. Ja, kann ruhig wer rauskommen. Ich bin bereit. Tut aber wahrscheinlich keiner. Deswegen werde ich mich erstmal noch da oben unten, hinten umschauen. Ja, wenn wir jetzt schon mal Alarm ausgelöst haben, können wir dann hier aber auch mal ordentlich rumgucken, was es hier so alles gibt, ne? Oh, nochmal eine Spass. Ich werde jetzt mal auf Spass wechseln, ja, falls hier noch irgendwer rumläuft. Den schieße ich ab wie ein Kanickel, aber herrlich. Da kamen die Wachen raus. Ich mach mal hier auf. Meint ihr, da oben ist noch wer? Ich denke nicht. Und wenn ja, dann sind wir halt am Arsch. Ich sehe aber niemanden hier. Alter, ich dachte, das wäre was. Oder das ist das Licht. Das Licht ist es. Guck mal, herrlich. Von hier können wir dann auch gleich die zwei anderen da erledigen. In diesem anderen Abteil. Da hinten nämlich. Der dachte, der kann nochmal hier verschwinden. Nix da. So, das hätten wir erledigt. Und dann können wir auch mal den Alarm ausschalten, ja. Damit die, die noch übrig geblieben sind, da irgendwo im Turm, damit die wissen, okay, hat sich alles erledigt, ja. Alles wundervoll. Guck mal, hier hinten können wir mal gucken. Da haben die so ein paar Jets eingelagert, wie es aussieht. Sehr interessant. Geht uns aber erstmal eigentlich nicht viel an. Ich rutsche jetzt nochmal hier runter. Hier kamen die Wachen raus, ja. Meint ihr, da sind noch welche? Das wäre lustig, wenn jetzt hier noch wer ist. Da hinten ist das auch hier? Ist das auch? Na, das ist auch eine Baracke. So viele Spezialkräfte sind aber gar nicht rausgekommen. Kam aus jedem Gebäude nur zwei raus, oder wie? Ich höre Hubschrauber irgendwo weit weg. Och nö, jetzt muss ich hier... Kann ich hier nicht durch? Muss ich immer jetzt hier hochklettern wieder? Ja, das ist ein bisschen scheiße, oder? Da gibt es keinen Knopf für diese Tür? Das ist wahrscheinlich extra so gemacht. Nur die Spezialkräfte können da durch. Diese bösen, bösen Spezialkräfte, ne?
So, ich denke, der Rest dürfte kein Problem mehr sein, ja, mit der Spaß. Ich muss mich gerade mal hier wieder hinsetzen, vernünftig. Ah, ich sitze hier so scheiße am Schreibtisch. Leute, bis man hier die Position mal gefunden hat. Ich kann auch nicht ewig auf der gleichen Position sitzen. So. Und jetzt müssten wir eigentlich hier den Rest erledigen, ja. Der Rest. Boah, was? Das Ding killt nicht mal mit dem ersten Schuss? Bin jetzt noch mal ein bisschen enttäuscht. Oder war ich zu weit weg? Ja, doch, ich war wahrscheinlich zu weit weg. Das Ding streut auch ganz schön hier. Seht ihr das? Das streut ganz schön. So. Noch wer? Hier nicht. Hier ist auch keiner. Wir können auch nichts machen hier an den PCs. Nee, nee, nee. Können wir nichts machen. Steht hier was Besonderes? Kann man hier was lesen? Nee, das ist alles zu undeutlich. Hier ist auch noch nichts. Noch nichts, ja. Aber eigentlich müsste es jetzt hier direkt rausgehen, oder? Eingang haben wir noch vor uns, aber jetzt müssten wir hier ohne Probleme durchkommen, ja. Also eigentlich jetzt war das hier jetzt nicht so schwer, ne, der Rest. Erstmal. Hier sammeln wir nochmal die Muni ein. Aber das Ding ist riesig, also da werden wahrscheinlich noch einige Etagen vor uns. Vor uns stehen. Okay, jetzt ist der Moment der Wahrheit. Überleben wir das? Ich stelle mich mal so hin, ja? Ich stelle mich mal so hin. Mal gucken, wer da jetzt lauert auf uns. Da lauert bestimmt wer auf uns. Also, da kann ich mir gut vorstellen, dass da wer jetzt ist und wartet. Alter Schwede, dass ich den getroffen habe. Boah, leck mir die Nüsse. Ist da noch wer? Haha, wenn da noch wer ist, ne? Kann sich schon mal freuen hier. Der kann sich freuen. Die zwei haben es nicht überstanden. Ne, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Zumindest erstmal, ja. Kann ja sein, dass noch was passiert. Aber in diesem Stützpunkt sind alle tot. Anja. Ich habe herausgefunden, ach, das sind wir. Wir labern das. Ich sehe nicht immer den, wo man Joseph gebracht hat. So, ich sende Ihnen jetzt die Koordinaten. Seltsam, im Flugbuch steht, dass zwei Pre-Boys an Bord waren. Zwei Pre-Boys? Machen Sie nur, dass Sie da wegkommen, Jones. Ich überprüfe das. Es gibt einen Düsenjäger, aufgetankt und startbereit, aber versuchen Sie keine Kunststücke damit. Dazu haben sie nicht die Ausbildung. Ja, wir wissen, wo die Dinger stehen. Ich denke mal, das wird der hier sein. Der sieht ein bisschen startbereiter aus als der. Sie sagte, machen sie, dass sie da ganz schnell wegkommen. Meinte, hier kommen doch welche hoch jetzt. Eieieiei. Ich hoffe mal nicht, ne? Ich hoffe mal, da kommt jetzt keiner mehr. Ah, ich würde sagen, hier im zweiten Lager haben wir uns aber ganz schön gut durchgeboxt, jetzt würde ich mal behaupten, oder? Ja gut, wir hatten auch jetzt hier eigentlich so das Beste vom Besten, was die Waffen angeht. Dragunov, Spass 12, alles war dabei. Hat uns auch weitergeholfen. Und wir holen uns jetzt so einen richtig geilen Düsenjäger. Und machen jetzt einen Abflug anscheinend. Oh, hier nehmen wir nochmal Muni mit, die uns eh nichts bringt in der nächsten Folge, weil da müsste unsere Waffen müssten dann wieder komplett weg sein. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier nochmal auf AK wechseln, falls hier nochmal irgendwer von weitem angelaufen kommt oder sowas. Wenn ich die AK mal finden würde. Hm, da. Nee, wo ist denn die AK? Hallo? Wo ist denn die AK? Die AK, da ist sie doch. Jetzt hat meine Maus wieder einen Hänger drin. Ich raste noch aus hier mit dem Kack. So, den müssten wir eigentlich fliegen können, oder? Ja, Tatsache. Und ab dafür. Und damit beenden wir auch diesen Part, meine lieben Zuschauer. Wir fliegen davon. Hey.
Tiger. Wow, this is great. Miles more than the simulator. You crashed the simulator 6 times. Got it right in the end, though. Right. I found a small airstrip for you to land at. Your backup team will meet you there. I'm realigning the satellites now. I'll be in contact in 20 minutes. Here are your new flight coordinates. Keep that plane low.